Euch erwarten jetzt minutenlanges Gelaber an diesem Schreibtisch und wir nennen das einfach clevererweise Unicorn TV, die Show. So, ihr Lieben, so. Die Woche ist rum und wir sind richtig durch. Mega durch. Boah, wir waren gestern saufen. Ja, wir wurden eingeladen zu einer YouTuber, was war das da? Irgendeine YouTuber-Firma hatte Geburtstag. Und Hitchhorn ist ein Jahr alt geworden. Alles Gute, liebe Sarah. Hey, war Hammer. Der Gin war sehr gut. Wir sind richtig durch. War furchtbar. Wir sind mit dem Zoo nach Mainz gefahren. Ja, und wir dachten uns, boah, wir sind so richtig in der YouTuber-Welt jetzt angekommen. Und da sind wir absolut drin. Deswegen die Klickzahlen werden jetzt steigen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, das Feedback war super. Der Changeman hat zum Beispiel über uns gesagt, hat er noch nie gesehen und guckt er sich auf keinen Fall an. Und wir sollen nur kommen. Vielen Dank. Außerdem hat ein Kommentator namens Report vor Ort und Vlogs hat gesagt, ihr habt mehr Zuschauer verdient. Absolut richtig, da total. Hat er recht. Mega ich finde, gut. Für diesen Kommentar hat er auch einen mehr verdient. Daumen hoch. Ich gucke jetzt immer die Videos. Das ist schon seit einem Jahr nichts Neues mehr auf dem Kanal. Der hat aber was gemacht. Spannend. Ja. Das ist die erste Show von uns, die es in dieser Form gibt. Die Freitagsshow ohne Inhalte ist unsere Maxime. Was wir machen hier ist vor allem, wir gucken auf die Woche zurück. Und zwar vor allem auf uns selber. Da lief ja am Montag das erste Mal der Film von uns. Und das ist da passiert. Meine Recherchen führen mich nach Lissabon. In der Hauptstadt von Portugal begrüßen mich dichte, dunkle Wolken. Und ich bin sicher, dass die Stadt ein Geheimnis birgt. An der wichtigsten Sehenswürdigkeit suche ich nach einer neuen Spur. Ich stehe hier an der Golden Gate Bridge. Sie ist der Grund, warum man Lissabon auch als San Francisco Europas bezeichnet. Wenn ich in dieser Stadt Hinweise auf das Ende der Welt finde, dann hier. Wir haben jetzt ein paar Fun Facts für euch dazu. Und der wichtigste tatsächlich ist, es klingt so logisch, dass wir nach Lissabon gefahren sind, dass wir da wirklich, dass wir uns überlegt haben, boah, wie kann diese Story weitergehen, wie wird's? Tatsächlich war das, als wir den letzten Einspieler, also den allerersten Teil von dieser Serie gedreht haben, da hatten wir uns einmal überlegt, wir brauchen irgendwas in Lissabon und irgendwie standen wir in dem Tonstudio, wo wir noch überlegt haben, was für eine Botschaft wir überhaupt kriegen sollen. Und dann kam uns erst diese clevere Idee, ins San Francisco Europas zu fahren, weil wir da zufällig auch einen Urlaub geplant hatten. Reiner Zufall natürlich. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, reiner Zufall, aber vielleicht führt die Reise im Sommer ja noch mal ins Ausland. Das kann sein. Sind wir noch mal im Urlaub oder was? Kann sein. Haben wir noch mal Urlaub? Vielleicht. Vielleicht. Müsste man mal gucken. Ja. Wir hatten auch eine Drohne dabei. Ich habe mir extra eine Drohne gekauft, um so rumzufliegen. Keine Ahnung, ob man das in Portugal überhaupt darf, haben wir nicht abgecheckt. War wahrscheinlich ist völlig total verboten. Verboten tatsächlich in ganz vielen Städten. Ja, keine Ahnung. Wir sind einfach übers Wasser auf diese Brücke zugeflogen. Ich habe mir voll in die Hose gemacht dabei. Ne? Ja, das ich war so habe süß, mega gezittert. Der hat, also man fliegt, glaube ich, normalerweise mit der Drohne so über die ganze Brücke dann drüber und macht halt alles. Als du Profi-Pilot. Du hattest ein bisschen Angst und bist so ungefähr 50 Meter geflogen. Und dann war da so eine Möwe und bist die ganze Zeit wieder zurückgeflogen, weil diese scheiß ich Möwe Ich habe auf YouTube Videos gesehen, wie Möwen Drohnen attackieren. Ich hätte Schiss, dass das Ding versenkt wird. Das war teuer. Von meinem eigenen Geld bezahlt. Die Möwe hat sich dafür aber leider kein Stück interessiert und ist einfach weggeflogen. Also, ihr seht tatsächlich eine einzige Drohnenaufnahme. Und zwar, wenn die Kamera so auf die Brücke zufliegt, wer hätte das gedacht? Kleiner Funfact am Rande, das Video ist mit zweifacher Geschwindigkeit abgespielt, weil es eine 4K-Aufnahme ist, 50% noch digital reingezoomt und auch noch verzerrt, damit es so aussieht, als würde ich cool auf die Brücke zufliegen, was ich natürlich in Wirklichkeit gar nicht gemacht habe. Und dafür gibt es jetzt diese Show, um aufzuklären, wie uncool wir in Wirklichkeit sind. Wir sind die absoluten After Effects-Profis. Absolut. Hier ist auch einfach nur, hier sind 10, also zwischen uns und der Kamera sind so 10 Filter gerade aufgebaut. Händisch wurden die hier reingetragen und deswegen sehen wir so unfassbar gut aus. Was finden Sie bei Einspieler ja am umstrittensten mal? Also ich habe ja von allen Leuten nur das Feedback gekriegt, der Einspieler war denen irgendwie egal, aber der Tuk-Tuk-Witz. Der Tuk-Tuk-Witz. Sehr umstritten. Hashtag Tuk-Tuk-Witz. Viele fanden den nicht so gut, manche fanden den sehr, sehr gut. Ich fand ihn ja absolut Premium. Ich fand ihn total gut. Im Film selbst gemerkt, dass ich den sehr abgefeiert habe. Leider nicht so eine geile Situation, weil diese Tuk-Tuks, also die da so rumfahren, die gibt es halt tatsächlich, die sind da auch alles voll. Die wollen halt immer die Touristen abgreifen. Und wir hatten eigentlich eine gute Freundin da im Tuk-Tuk kennengelernt. Eine Tuk-Tuk-Fahrerin, die, wie hieß Daniela. Sie? Die Daniela. Oh, Daniela, we had you. Ja, wenn ihr nach Portugal fahrt, wenn ihr nach Lissabon fahrt, dann sucht Daniela, schreibt uns an, wir geben euch die Handynummer. Wir haben die Handynummer. Sie verteilt tatsächlich ihre Handynummer so ein bisschen, damit man sie an WhatsApp kann,
wenn man mal einen Ride braucht. Ja, das Problem ist, als wir drehen wollten, an dem einzigen möglichen Tag, hatte sie leider gerade ihren Day off. Ja, die war frei und nicht in der Stadt. Super. Deswegen haben wir dann diesen komischen Grumpy Thorsten bekommen, den ihr da im Video seht, oder Alejandro oder wie auch immer. Der uns danach noch irgendwelche Wein ausgeben wollte. Der wollte uns dann noch abfüllen. Der war auch leider nicht so ein guter Schauspieler. Wir haben ungefähr 10 Takes mit dem gebraucht. Der hat immer sofort in die Kamera geguckt. Und wir so, guckst du da hin? Hat nicht so gut geklappt. Wir haben ihm gesagt, er soll sagen, this is do you need a Tuk-Tuk? Weil wir diesen Tuk-Tuk-Witz machen wollen. Und er fragt dann, do you need a transport? Das war einfach nicht so schlau von ihm. Vor allen Dingen hat er danach seine Standardwerbung aufgebaut. Hey, you need to ride a transport, city tours, looking for fun in the city, Lisbon, hey, come on. So, no, just you need a tuk-tuk. Ja, es ist sehr kompliziert. Ja. Aber zumindest konnte er Englisch. So halb. Egal. Eigentlich sollte diese Matze an einem Tag spielen. Das Problem ist, wir haben leider sehr spät angefangen und weil wir uns noch fünf Stunden gestritten haben, über wie wir überhaupt diese Matze schreiben. Wir saßen also im Café mit leckeren Natas, das ist so kleine Puddingtörtchen aus Portugal, und haben uns dann gestritten, scheiße, wie machen wir das eigentlich, und konnten uns nicht einig werden. Und als wir uns irgendwann vertragen hatten, dann mussten wir erstmal Tuk-Tuks kaufen. Das war auch nochmal eine Herausforderung. Also genau. Es hat lange gedauert. Da war es aber schon später Abend und dann wurde es natürlich dunkel. Dann standen wir an dieser Brücke, was natürlich schön mystery-mäßig war. Was macht man dann, wenn man merkt, scheiße, jetzt ist es schon dunkel, das würde einfach keinen Sinn mehr ergeben. Und die nächste Szene hatten wir da aber schon gedreht, das heißt, da war es hell, also wir konnten die nicht plötzlich nachts spielen lassen. Ganz einfach, Storywendung, es ist dunkel, am nächsten Tag werde ich erfahren, wie es weitergeht. Der Protagonist ist einfach schlafen gegangen bei uns in der Matz. War eine kleine Zeitraffung, hat man nicht gesehen, aber theoretisch hat selbst Leo Braun die Zeit, sich ein Hotel zu suchen und schlafen zu gehen. Zwischen den Recherchetagen. Hättet ihr das gedacht? Ich auch nicht. Das ist einfach, das ist wirklich mal ein Fun-Fact. Total. Hat richtig Spaß gemacht, den zu hören, ja. Adi. Ja. Du hast gesagt, ich soll den sagen, das ist aber eine Frechheit. ansonsten war tatsächlich noch, auch umstritten tatsächlich, ich krase die Witze ab, dieser Rio de Janeiro-Gag, der am Ende kam. Ja, das gar nicht funktioniert. Fun Fact, wir waren gar nicht in Rio de Janeiro. Und vielleicht denkt ihr jetzt, wieso dachten die, dass das ein bisschen so aussehen könnte wie Rio de Janeiro? Also auf den Fotos, so in Reiseführern, da sieht diese Jesus-Statue halt genauso aus wie die in Rio de Janeiro. Wir wussten nicht, dass die auf so einer Säule steht und dass die das Ding ist halt, die Fotos aussieht. Zeigen den Jesus ab den Füßen, wie er so macht. Dann denkst du, geil, ey, wie in Rio. Dann kommst du da hin und dann steht da so ein 70 Meter hoher Betonpfeil und oben so ein kleiner Jesus drauf. So, dass wir dann so an so einer Bronzestatue einfach die Szene gedreht haben am Ende. Das war Christo richtig, Ray, richtig traurig. Besonders gut ist übrigens, dass der Taxifahrer überhaupt nicht wusste, wohin sollte. Wir haben gesagt, zum Jesus, to the Jesus, Jesus, Jesus. Ja, nicht verstanden. Dann haben wir gegoogelt. Christo Ray heißt es. Ja, vielen Dank. Da wollten wir aber gar nicht hin, weil Christo Ray, ah nee, Christo Ray heißt es in Lissabon. Doch, in Lissabon heißt es Christo Ray. Der Erlöser ist in Brasilien. Das ist der offizielle brasilianische Ausdruck für genau diesen. El Salvador wahrscheinlich. Ja, wir müssen aber noch was sprechen, was schon davor passiert ist, nämlich in der ersten Folge, und zwar Odilo. Jetzt denkt ihr euch, wie bitte, was hat er gesagt? Odilo. Odilo ist der Name unseres wunderbaren Schauspielers, das ist der Mann, der an Aliens glaubt. Der beste Schauspieler von allen. Ever. Auch guter, also kennt sich mit Popsongs offensichtlich super aus. Total. Faded von Alan Walker ist jetzt mittlerweile sein Lieblingstitel. Und ja, er hat diesen Text sehr frei rezitiert. Wir haben ja mal einen kleinen Ausschnitt, wie das aussieht, wenn Odilo seinen Text übt. Okay? Ja. Ich habe da ständig eine Botschaft in meinem Kopf. Immer wieder, immer wieder. Mann, ey. Under the bright but faded light, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Gott, oh Gott. Das ist so gut. Ja, Odilo, magst du in der nächsten Folge dann wieder mitspielen? Also tatsächlich ist es der große Plan und ein großer Traum von mir, dass Odilo wieder eine tragende Rolle spielen wird im weiteren Verlauf der Geschichte. Der natürlich schon vorgeschrieben ist. Wenn ihr noch Hinweise habt, wo die Reise weiter hingehen könnte, beziehungsweise welche Hinweise es noch gibt, dann schreibt die uns weiterhin in die Kommentare. Und mit weiterhin meine ich, schreibt sie uns einfach rein. Und twittert bitte auch mit dem Hashtag TukTukGag, ob ihr den Gag witzig fandet oder nicht. Hashtag ja oder nein reicht. Einfach nur Hashtag TukTukGag. Und das wäre geil, wenn das dann trenden würde nächste Woche. Ja, das ist wahrscheinlich. Apropos nächste Woche, ja. Wir machen einen ganz kurzen Teasing. Was wird uns am Montag erwarten? Es geht um Allergien, um Pollen. Wir klären nämlich endlich mal, was kann man überhaupt noch machen und wie kann man überhaupt diese schlimme Zeit überleben. Also wenn ihr gerade Taschentücher
Tuch-Addicts seid, dann schaltet ein. Ja. Addicts, sagt man. Es lohnt sich. Addicts. Das war soweit von dieser Stelle. Wir gehen jetzt wieder hinlegen, Füße hoch, Aspirin und vielleicht ein Konterbier, oder Leo? Ja. Bis nächste Woche. Ins Bett. Wir sehen uns Montag mit dem Film. Tschüss.